Hallo liebe Dirtbiker, Basti Wolter wieder hier. Es war eine Weile ruhig auf meinem Kanal, aber jetzt geht's wieder los. In zwei Wochen findet das Gotland Grand National statt. Ein weiteres Rennen zur Westserie, zur World Enduro Super Series. Und ich werde da mitfahren. Ich soll da nicht Videos machen. Und jetzt muss ich mich und mein Motorrad vor allem noch ein bisschen vorbereiten. Ich habe ein paar Sachen bestellt. Von X-Grip, TPI Case Protection, ganz wichtig, schützt den Einspritzkörper, da ist original nur so ein kleines Plastikding vor, hier aus Alu von X-Grip, bei den Hardparts. Dann habe ich hier von Funnelweb die Funnelweb-Filter bekommen, den neuen ProLine-Filter. Funnelweb-Filter zeichnen sich ja durch ihre Pyramidenstruktur hier aus und der ProLine-Filter wurde weiterentwickelt, hat jetzt hier eine Schaumstofflippe. Hier ist keine Spinne mehr, sondern einfach nur ein runder Punkt und die Funktion ist natürlich genauso gut wie bei den bisherigen Filtern, vielleicht sogar noch besser und das Gute ist, er kostet nur noch grob die Hälfte, 28 Euro ungefähr und der Vorteil ist, man kann die viel, viel länger fahren, muss ich natürlich einölen, Gotland Grand National geht über 2,5-3 Stunden und da sollte ich mit einem Filter klarkommen. Dann habe ich bei 24MX noch ein bisschen was bestellt, die Pakete sind gestern gekommen. Zwei Tage nachdem ich die Bestellung abgeschickt habe. Mal gucken, was hier alles drin ist. Hier Handschalen, Protektoren mit meinem Namen, Deutschlandflagge. Und das ist cool. Wie gesagt, vor zwei Tagen bestellt online und kriege Custom-Aufkleber. Also extra mit meinem Namen gedruckt. Sehr, sehr cool. Und hier weitere Sticker-Dekore mit meinem Instagram-Namen, @BastiVolta. Kann ich mir auf dem Helm aufs Motorrad und sonst wie kleben. Ja, sehr gut. Jetzt schauen wir mal, was hier im großen Paket so alles drin ist. Ne? Für die Werkzeugkiste oder so. 24MX Caps. Sehr cool. Bordtasche. Trinkflasche. Und ja, auch hier wieder cool mit dem Namen. Also viel Custom Stuff. Kriege natürlich ein bisschen Support von 24MX. Die sind der Sponsor beim Gotland Grand National. Und ja, hier meine Jacke für das Rennen. Auch cool, auch wieder customized, Basti eingestickt mit Deutschlandflagge. Oh, schaut mal, hier. Ha. Da steht nicht mein Name drauf, sondern der meiner Tochter, 31.8, ist die nicht geboren worden, vor 6 Wochen. Deswegen hat mein Konditraining ein bisschen gelitten. Fette Tasche auch nochmal. Ich glaube, da passt alles rein, was wir so brauchen. Und auch die wieder, richtig cool, mit eingesticktem Namen. Also bei 24MX zum guten Preis kann man viele Sachen customizen lassen. So mit einem Profi-Look. Ja, die Tasche ist groß, da sollte alles reinpassen. Aber es geht noch weiter. Ich brauche ja auch Reifen. Und da habe ich mich beraten lassen vom Wolfgang Butzner, der Metzler Pirelli Renndienst macht auf den Rennen zur Deutschen Enduro-Meisterschaft und auch bei der EM. Der war nämlich schon ein paar Mal beim Gotland Grand National. Den habe ich gefragt, hey, mit was für Reifen fahre ich denn da am besten? Und ich dachte, es ist ein Enduro-Rennen, fährt mit Enduro-Reifen. Aber er hat mir da was anderes empfohlen. Nämlich von Metzler. Nee, von Pirelli meine ich. Ich wollte eigentlich mit Metzler haben. Also das sind die Pirelli Scorpion MX mit Soft 32. Natürlich hat er den passenden Pirelli Mooster schon mit reingepackt. Muss ich natürlich erstmal nur mal einölen. Ah, das ist der Pirelli Scorpion XC mit Soft in 110, 118. Auch da wieder das entsprechende Moosgummi. Und man sieht vom Profil, eher Motocross-Profil. Der Reifen hat keine FIM-Abnahme, brauche aber nicht. Und wie immer bei Pirelli und auch bei Metzler üblich, ich zeige euch eine Tube Moosgummi-Gel. Ja, das weiß ich aus Erfahrung, das reicht für mehr als ein Moosgummi. Das heißt, man kann immer noch mal gut mitschmieren. So, das habe ich jetzt alles ausgepackt und jetzt geht's ans Einbauen. Ne? Wir sehen uns gleich. Ich gehe diese Woche nochmal Motocross fahren mit meinem Motorrad, deswegen kann ich es noch nicht komplett vorbereiten, aber
Die Enduro-Räder stehen parat, deswegen werde ich jetzt erstmal die Pirelli-Reifen und Moosgummis montieren. Und zwar mit der Rabaconda. Das geht schön schnell. Und schon steht die Rabaconda. Ist praktisch, kann man immer in die Tasche tun. Sehr kompakt. Als nächstes Moosgummis einschmieren. Plastikhandschuhe. Ich schmiere mir das immer einfach immer außen drauf. Das ist wichtig, damit die Moosgummis nicht austrocknen. Und was hier das schön. Nehme ich gleich mal den hinteren. Hier ist es wichtig, dass man sich wirklich ein bisschen Zeit nimmt. Wenn man die nicht gut einschmiert, werden die zu schnell trocken und dann quillen sie auf, haben dann mehr Druck und gehen auch schneller kaputt. Moosgummis werden eingeschmiert. Zum Montieren ziehe ich mir lieber so eine Handschuhe an. Ist ja nicht ganz so rutschig. Erstes mal demontieren. Hier meine 5 Montierhebel. Drücke ich mit der Rabaconda rein. Kleinen Abständen. Setze die Hebel an. Einmal beherzt reindrücken. Dann ziehe ich erstmal die mittleren um. Dann die äußeren. Dann kann man das Ganze direkt umdrehen. Drückt den erstmal runter. Und schon ist er unten. Dann können wir direkt wieder anfangen. Erste Seite rüber drücken. Und dann fange ich jetzt neben dem Reifenhalter an, lege den ersten eben um, klemme ihn hier ein, gehe dann in kleinen Schritten weiter. Nach etwa dem ersten Drittel setze ich so einen Tiefbetthalter ein, damit der Reifen schön im Felgenbett bleibt. Hier setze ich nochmal ein und gehe jetzt in kleinen Schritten weiter. Ich drücke jetzt mit dem Montierhebel den Reifenhalter rein, Reifenhaltersitz, Hebel raus. Das war der erste Streich und dann jetzt das zweite Rad. Schnell auf 18 Zoll umstellen, gleiches Spiel. 5 Hebel sitzen, mehr oder weniger. Und jetzt wieder die mittleren zuerst, damit die äußeren nicht rausrutschen können. Runterdrücken. Auch der Hinterreifen hat eine Laufrichtung. Jetzt hier schön draufdrücken. Jetzt fangen wir wieder neben dem Reifenhalter an. Wie beim Vorderreifen. Reifenhalter ist hier. Umlegen, einklemmen. Nach dem ersten Drittel den ersten Tiefbretthalter. So, da saß er ein bisschen straff. Nochmal runtergedrückt ins Tiefbett und schon geht es viel einfacher. Also an der Bremsscheibe abdrücken, Reifenhalter reindrücken und den Mantel drüber. Gleich mal einen Reifenhalter festziehen. Aber ihr habt gesehen, wie einfach man Moosgummis montieren kann. Ich bin nicht wirklich geschwitzt, konnte dabei weiter reden. Und ich gehe jetzt die Woche nochmal Motocross fahren und dann bereite ich den Rest vom Motorrad vor. Im nächsten Teil seht ihr, wie ich der König der Welt bin auf dem Weg nach Schweden, diesen magischen Türtrick auf der Fähre, wie ich beim Gotland Grand National ankomme und mein Motorrad für das Rennen vorbereite.